Willkommen zurück bei Forza Motorsport 7. Es dürfte direkt losgehen mit Dubai. Jawohl, sehr gut. Schon fertig mit Laden. Rennen 3 von 5. 2 kommen dann noch und dann hätten wir diese Meisterschaft zumindest erstmal erledigt, ob wir die gewinnen. Bezweifle ich noch ein bisschen. Aber vielleicht kriegen wir einen ganz guten Platz. In den letzten 3 Rennen halt jetzt auch noch. Das wäre nicht schlecht. Und ja. So. 3 Runden. Off. Shit. Okay. Das sieht auch ganz nett aus, wie mit den Sandverwehungen. Knapp. Hey! Da hat einer geschubbt von hinten. Hau bloß ab, Mann! Du Sack schon wieder. Der Rote schon wieder. Der war in Prag letztes Rennen. Oder im ersten Rennen, glaube ich, auch schon mal schuld. Da zieht er vorbei. So, angebumst. Oh, dachte ich wäre schon vorbei. Jetzt zieht er noch mal innen dran an mir vorbei. Hau ab, da klebt mir schon wieder hinten dran, ey. Mach dich vom Acker. Okay. Vielleicht kann ich in der nächsten Runde nochmal hier 2-3 Plätze gut machen. Mist. Mist.
Achso, und einen noch. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Ja. Dritter. Uiuiuiui. Damit hätte ich nicht mal gerechnet, dass wir es noch so weit vorschaffen. Bleibt's dabei? Ja, Gott sei Dank. Okay, sehr schön. Sehr geil. Dritter. Ha. Uiuiui. Aber ja, ließ sich ganz gut fahren. Bis auf die anderthalb Runden da mit dem Roten vor mir. Bei mir, nah mir, an mir, drauf mir, unter mir, neben mir, hinter mir, vor mir. So. Oh, Platz 1 sogar. 710 Punkte. Okay. Gut, nächstes Rennen. Man bekommt ja auch, so war das ja in Forza Horizon 3 auch schon, mein Driver-Tar wird natürlich auch bei anderen irgendwie mitverwendet. So. Und da bekommt man dann, wenn der irgendwie so mindestens 3 Einsätze oder so hatte, dann auch nochmal ein paar Credits. Die kann man sich dann aus der Nachrichtenzentrale abholen. Machen Sie sich bereit für eine Nachtfahrt. Eine Nachtfahrt in... Wo geht's hin? Gucken Sie hier. Jasmarina. Jasmarina Circuit. 2 Runden nur? Sehr geil. Er sieht natürlich fett aus, ne? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. 2 Ründchen? Geht eigentlich. Ja, komm los. Das passt schon. Kriegen wir irgendwie hin. Wie immer. Okay. Ich glaube, der Start war ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ah, und die Rempler fangen schon wieder an. Ich bin froh, wenn man irgendwie so wenigstens 2 Runden gefahren ist. Da hat sich das Feld dann so ein bisschen wenigstens auseinandergezogen. Ich aber in an dem vorbei. Ja, gerade. Jetzt bin ich mal dran. Ah, bremst du nicht so doll. Mann. Nicht gedacht, dass der nochmal so stark abbremst. Der war ja eigentlich schon rum. So. Okay, 10. Alle hinter mir? Jawohl. Eine schöne Rennstrecke. Bin ich schon sehr gern bei Formel 1 2017 zum Beispiel gefahren. Das war auch nicht schlecht. Okay. Zehnter. Shit, ey. Mist. Das mit dem Rausbeschleunigen, das klappt nicht so ganz bei mir. Liegt aber an mir. Klar. Zumindest nicht immer, ja, wenn sowas passiert.
Na komm schon, wenigstens noch vielleicht ein, zwei. Den hier kriegen wir auf alle Fälle noch. Den weißen davon vielleicht noch. Huch, sorry, das... Ja. Okay. Ist er hinter mir? Ja. Neunter, ey. Verdammt. Hätte ich mir deutlich mehr erhofft. Shit. Gut. Ein paar Kurven kommen noch. Vielleicht kann ich nochmal einen gut machen. Alter! Du blöder Wichser! Halt's Maul, ey, ich fass es nicht! Ah, verdammt! Ah, shit! Da hat er mich... Da hat er mich voll rausgedreht, ey! Ja, komm, geh weg da hinten, geh weg! Oh, das darf nicht wahr sein! Dieser Arsch, ey, das gibt's doch nicht! Ah! Naja, gut. Kacke. Hätte ja klappen können. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Das ging schief. War ja wieder klar, ne? Kurz vor Ziel. Scheiße. Und nein, ich bin nicht böse darüber, dass ich diese beknackte Rückspulfunktion ausgeschaltet habe. Denn so ist es nun mal. Ja, jetzt sieht schlecht aus. Oh Gott, der erste mit 1050 Punkten. Jetzt müsste schon ein Wunder geschehen, dass ich im letzten Rennen Erster werde. Vielleicht, na gut, immerhin ein paar Credits bekommen. Ah hier, guck mal, sehr geil. Wunderbar. Kaufen wir uns den Pontiac. Ja, ne? Komm, nehmen wir mit. Kostet bloß 1000. Oh. Long Beach. Drei Runden. Wenn ich hier, wie war das? Die, halt, das war ja bei, warum auch immer, bei Fahrhilfen drin. Die Rennlänge auf lang, das sind 10 Runden. Mal 10 Runden fahren in Long Beach. Also noch könnte ich es ändern. Vielleicht, dass wir doch nochmal auf den ersten Platz kommen, wenn es miserabel läuft. Man weiß es nicht. Long Beach könnte auch eine kleine Drecksackstrecke werden. Ach komm, egal. 3 Runden passt. Kriegen wir hin. Auf alle Fälle. Da bin ich. Nur ein bisschen Zufall. Hey, gib Gas! Oh Gott. Ging grad nicht. So, jetzt aber. Soll's denn noch regnen? Wahrscheinlich nicht. Im Beach ist wahrscheinlich so eine schöne Sonnenscheinstrecke. Hoffe ich jetzt einfach mal. Da kommen sie schon wieder, die Geier von der Seite. Der rote hier schon wieder. Den schon wieder sehe, da vergeht's mir direkt wieder. Ja, direkt ein bisschen mit Vormogeln. Oh, haut ab. Oh. Ah, da rechts ist einer.
Elfter. Kann man eigentlich manuell das Licht an- und ausschalten bei den Autos? Müsste ich mal nachschauen, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Zumindest nicht mit den voreingestellten Tasten. Da ist keine dabei, dass ich das irgendwie mal an- oder ausschalten kann. Eventuell kann man da eine Taste vergeben. Also man kann auf alle Fälle viele Tasten vergeben, das weiß ich. Da bloß mal so grob drüber durchgescrollt. Wenn ich so weiterfahre, können wir vielleicht sogar noch auf Platz 8. Toll. Mit Platz 1 dürfte sich's gegessen haben. Das dürften wir hier nicht packen. Prag war super, ne? Zweite Rennen. Prag, das lief wirklich klasse. Ich fahre vielleicht später nochmal selber für mich wieder mit dem anderen, mit dem Subaru, den wir danach hatten. Da ist er wieder, der rote Teufel. Ja, ich krieg die letzte Kurve nicht gut. Und alle anderen auch nicht. Oh Mann. Auch wenn es vielleicht tatsächlich manchmal so rüberkommt, dass ich mich dann sehr ärgere, dass wir da nicht unbedingt immer Erster werden oder so, oder die Meisterschaft nicht als Erster beenden, das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Ich bin bloß während des Rennens da manchmal ein bisschen übereifrig oder überehrgeizig und will das in dem Moment natürlich schon schaffen, solange da noch was möglich ist. Versuchen das im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie noch ein bisschen was rauszukitzeln, rauszuholen. Aber wenn es dann vorbei ist, das Rennen, dann ja, war es halt so. Ne? Wie das letzte Rennen, dann da in der vorletzten Kurve hat es mich so gedreht. Ja, hatte ich halt einfach Pech. Fahr! Gut, Achter. Na, kriegen wir den hier vorne noch. Man kann übrigens auch die Meisterschaften unterbrechen, indem man einfach, wenn halt ein Rennen vorbei ist und es folgen noch zwei, drei weitere Rennen, man einfach auf Session beenden geht oder einfach ins Hauptmenü zurück und dann kann man direkt da weitermachen beim nächsten Mal. Ja, natürlich. Willst du mich nicht auch nochmal drehen hier in der vorletzten Kurve? Komm, das finde ich geil. Das machen deine Kollegen auch immer mit mir. Also man muss das nicht zwingend zu Ende fahren, sondern kann dann halt auch dann später einfach so eine Meisterschaft weiterfahren. So, gut, da kommen wir als Siebter ins Ziel. Ja, ist recht passabel. An den Platz habe ich mich gewöhnt. Super, okay, 310 Punkte. Mal schauen, für wie viel oder für den wievielten Platz das in der Gesamtwertung reicht. Disco. So, das 310 macht insgesamt Fünfter. Ach so, Siebter. Ja, war ja klar. Aber da fehlt nicht viel bis auf Platz 5, nämlich 5 Punkte.
Gut, das ist jetzt, wie gesagt, ist okay. Fahre ich später nochmal. Hat aber Bock gemacht, hat mir gut gefallen. Das Auto, ja, war schön. Hat mir auch gut gefallen. So, Glückwunsch an Xebu, Marial 56 und Exity. Exity, ja. Wer auch immer das ist. Wenn sich jemand wiedererkennt, schönen Gruß. So, bisschen Kohle. Jawohl. Genau, 5000 Punkte für die nächste Meisterschaftsstufe. Wollen wir da drüben noch eins fahren? Irgendwas anfangen zumindest. Open Seeker. Da kann man irgendwas nehmen, oder? Bitte mit so einem mal anfangen, aber da fehlt uns halt die Fuhrparkstufe 4. Ah, komm, dann. Natürlich kann man mit Geländewagen Rennen fahren. Der Racer von Polaris ist ein äußerst viel. So, wenn ich jetzt hier auf R gehe, auf Farben, dann nehme ich einfach die Herstellerfarben, dann hat sich's, dann muss ich da nicht so ein. Was kostet der? 29.000. Eine gute Wahl. Der Komm. Wagen steht Ihnen jederzeit für eine Spritztour zur Verfügung. Sehr gut. Schön. Okay. Na komm, dann fangen wir hier nochmal an. Circuit de Catalunya. Auch mit dem, ich würde jetzt hier mit dem noch so eine kleine Testrunde drehen, um zu gucken, ob ich überhaupt damit klarkomme. Weil ich mir wieder vorstellen könnte, dass das so eine Geschichte ist, dass ich da so ein bisschen dran zu kauen habe. Das ist plötzlich ganz witzig, ganz gut sogar. Bis hierhin, mal gucken, bremstechnisch. Lehnt sich halt sehr an die Kurve, ne? Also ich weiß nicht, wenn mich da bei so einer Kurve von innen oder von innen halt einer erwischt, jetzt von rechts ist so, sozusagen, ob der mich umkippen kann. Ja, okay, vom Fahrverhalten her denke ich, reicht das. Das kriegen wir schon hin. Ja komm, dann lass uns das eine rennen. Lass uns das mal noch fahren. Sind bloß 3 Runden auf der kurzen Strecke. Ich muss immer mal gucken, weil einmal hat das nämlich die Schwierigkeit nicht übernommen. Super. Los geht's. Wie viele Teilnehmer sind es hier? 18. Oh Gott, der Spiegel da oben rechts. Das sieht ja putzig aus. Da war schon wieder der erste Innenrempler. Gott sei Dank noch vor der Kurve. Puh, sorry. Nö, fährt sich wirklich viel besser, als ich gedacht hätte. War schon eine Runde? Nein. Davon kommt das Ziel erst. Okay. Mahlzeit. Ich denke schon, dass man die Autos hier umkippen könnte. Wenn ich mir das hier vorne bei denen ansehe. Wie weit die sich dann nach außen neigen. Ja.
Fahr. Wollt ihr jetzt nicht hinten drauf fahren? Okay, hab ich's doch getan. Der rast vorbei. Mit 3 km/h mehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich da gerade einen überholt habe, dass die mich dann halt wieder rauskegeln. Ja, aber so gewinnt man halt keine Rennen, wenn man Angst vorm Autofahren hat. Komm schon. Jetzt treten wir mal richtig aufs Gas hier in der letzten Runde. Ja, wieder Siebter. Sag doch, das ist meine Lieblingspositionierung anscheinend. Habe ich gepachtet. Ich als VIP-Ticket werde immer Siebter. Minus 100% Credits. Okay, auf den 6. Platz eventuell komme ich hier vorne noch ran an den. Ist da so ein bisschen Windschatten technisch? Ne, nicht ganz. Gut, 6. Oh, okay. Schön. Das gefällt mir. Das ist ganz gut. Ja, komm, dann lass uns noch zum nächsten Rennen. Rio de Janeiro. Oh, die bin ich noch gar nicht gefahren. Na, mal schauen, wie die hier aussieht. Ich denke mal, wenn sie ähnlich schön gestaltet ist wie Prag, dann sollte das ein schickes Ding werden. Warum das immer von 3 auf 10 Runden direkt geht, finde ich ein bisschen doof. Ich mache das jetzt aber mal. Ich will jetzt mal 10 Runden fahren. Gerade hier die neue Strecke. Kann natürlich deutlich mehr ausbügeln. Je länger das Rennen dauert, kann aber auch mehr Mist bauen, je länger das Rennen dauert. Und so wie ich mich kenne, wird wohl eher das Zweitere zutreffen. Okay. Oh, direkt ein paar Reifen mitgenommen. Aber echt spät bremsen hier. Okay. Ich bin auch gestern mal so eine... einmal irgendwo mit einem Formel-1-Wagen gefahren. Und der fuhr sich wirklich wie auf Schienen. Also im Vergleich zu den normaleren Autos. Okay, kurz zu wissen. Auch hier, Traktionskontrollen technisch eigentlich deutlich besser handelbar, wenn ich mich bloß mal trauen würde. Aber wie gesagt, wir haben ja diesmal 10 Runden.
Da sollten wir mehr rausholen können. Also inzwischen, wenn halt 7 Runden wären, fände ich es eigentlich optimaler, aber gut, okay. Fahren wir halt jetzt mal 10 Runden. Die Strecke hier ist ja nicht so wahnsinnig lang, die geht eine Minute ungefähr. Alter! Du blöder Arsch! Oh, komm du auch noch. Mann! So, er bremst, verliert, heißt ab sofort werden schon die Reifen bis hier hinten hingeschleudert. Dann kann ich da mal ein bisschen abkürzen. Soll mir recht sein. Oh, du Sack, jetzt ist hier Krieg. Okay, das war auch meine Schuld. Wenn ich trotzdem bloß als Zehnter ans Ziel komme, wäre das schon ganz schön traurig. Jetzt läuft's. Ich habe so ein gutes Gefühl. Okay. Ich finde, es wird langsam ein bisschen. Es macht so viel aus, ne, wenn man tatsächlich einfach mal 10 oder sogar 20 Runden auf irgendeine Rennstrecke fährt. Dass man halt einfach die Rennstrecken-Intus hat. Früher, wenn ich da, weiß ich nicht, monatelang Gran Turismo gespielt habe, brauchte ich auch keine Kurven anzeigen. Da weiß man dann irgendwann einfach, wann man wo wie bremsen muss, aber. Ich kenne die ganzen neuen Rennstrecken überhaupt nicht. Großartig zumindest. Und da muss ich mir das schon ein bisschen anzeigen lassen, wenigstens in den Kurven. Man kann sich auch die kompletten Ideallinien anzeigen lassen, aber das finde ich immer ein bisschen öde. Aber in den Kurven ganz okay eigentlich. So. Okay, Platz 4. Okay, nochmal besser. Vielleicht wird das nochmal eine schnellste Rundenzeit. Oh ja, ein bisschen, ja, doch. Wenn ich den leichten Vorsprung da oben 0,084 durchs Ziel retten kann, dann wird es eine. Okay. Wir sind am zweiten dran. Jo. Minus 0,145. So. Siebte Runde. Ich
Vielleicht sollte ich einfach das erste Rennen immer als längeres Rennen fahren, um einfach das Auto besser unter Kontrolle zu haben, wenn ich dann Neues fahre. Ich denke, es ist allgemein schon sinnvoll, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto wenigstens halt die 10 Runden, dass man überhaupt rankommt, wenn man so in der Mitte startet. Also machbar ist es auf alle Fälle. Wir hatten ja auch schon mal noch einen Schwierigkeitsgrad höher. Wenn wir 10 Runden fahren sollten, immer mal, könnte ich mir überlegen, den auch nochmal dann eins hochzuschrauben. Ja, nicht unmerklich schlechter gerade die Runde. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich nochmal rundentechnisch ein bisschen was gut machen. Ich kann noch später auf die Bremsen. Oh ja, da kam nah ran der Hintermann. Ah ja, gut. Die war wirklich, ja, die Runde war nicht gut. Dieses Feuerwerk. Startet und landet auch jedes Mal ein Flieger hier, ne? So alle 2 Minuten irgendwie. So, kommt jetzt nochmal ein bisschen was rauskitzeln aus der Rundenzeit. Was? Okay. Das war gerade ungewöhnlich, der hat sich ja gerade fast von selbst gedreht. Wieder viel zu früh. Ah, schade. Und Flugzeug. Ne. Diesmal keins. Wahrscheinlich jetzt in der letzten Runde kommt dann auch nochmal eins. So, mal schauen. Gerade hat es mich hier ohne irgendwas weggedreht. Oder wollte es mich wegdrehen? Schauen, ob ich die 0,3 Sekunden irgendwie durchs Ziel retten kann. War jetzt ein bisschen besser, da die erste kleine enge Kurve. Und schon, jetzt wird gleich nochmal eine angezeigt. Ah, verdammt, genau miese gemacht. Na gut, immerhin den ersten Platz sollten wir jetzt durchs Ziel retten. Sehr schön. Wunderbar. Freue ich mich. Das hat echt gut geklappt. Und dann sind es ja theoretisch bloß noch 2 Rennen in dieser Meisterschaft. Wenn Sie so weitermachen, gewinnen Sie den Cup im Nu. Ja, wäre nicht schlecht. Gibt es denn allgemein mehr Geld, je mehr ich... Ah, okay, je mehr Runden ich drehe, gibt es auch mehr Geld anscheinend. Kurz davor. Gut, weiter geht's. Das war's allerdings für heute. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.